Das war 100 Meter Staffel der Männer. Karlsruhe gegen Sindelfingen. Und die Jungs in Rot, die gehen es hier sehr, sehr stark, sehr, sehr schnell an. Marvin Hock jetzt, der zweite Läufer von Karlsruhe. Marvin Kischler von Sindelfingen. Ach, bei Karlsruhe der Wechsel geplatzt. Sindelfingen bleibt im Rennen, Luis Heidt. Auch der letzte Wechsel auf Stefan Nagel hat funktioniert. Ja, Sololauf der Männer in Blau. Und der Blick auf die Uhr. 43,5.